kommen dann solche klasse Werbungen wie zum Beispiel, ja, das neue Shampoo, ich will jetzt ja keine Marken nennen oder sowas, weil das ja auch dann zum Teil wirklich, was man hier machen könnte, von den Firmen als Rufmord aufgefasst wird. Ich habe selbst nicht glauben können, bis ich es mal gelesen habe. Auf jeden Fall, es kann als Rufmord aufgefasst werden und böse Folgen nachziehen. Auf jeden Fall, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte doch eigentlich ein bisschen Zeug holen. Ja, ja, dien du mal. Naja, und auf jeden Fall bei diesen, das heißt, das ist so ein Typ, ihr müsst euch diese Einstellung, ich glaube, wenn ich davon spreche, weiß sowieso jeder, was es ist, aber ich habe den Namen nicht genannt, das ist ganz gut. Ein Typ mit so einer komischen Mütze drauf, hat an den Seiten keine Haare, hat nirgendwo irgendwie erkennbar irgendeine Behaarung und sagt dann, ja, also für mich ist dieses Shampoo oder was auch immer das ist, ich kenne mich da in diesem Zeug nicht aus, für mich ist dieses Shampoo das einzig wahre, ich benutze es die ganze Zeit, ja, mit einer Glatze. Und dann, ja, und wenn ich das dann nutze und sowas, dann sieht man übrigens eine Frau, wie sie dann dieses Shampoo benutzt, nicht dieser Typ selbst. Ja, das ist das einzig Wahre, es gibt kein besseres als das und ja, das ist doch, das kann man nicht anders sagen, das ist das Beste, was es je gibt, ich bin ja Entwickler und bla 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 bla. Da denke ich mir nur immer so, ja, okay, ich glaube, ich sollte das lieber nicht nehmen, wenn du davon schon keine Haare mehr hast, wenn du es benutzt. Anlässlich dieses Themas war ja übrigens ein eine DC-Heldin, die gegen, den Missbrauch von Tieren gekämpft hat. Missbrauch von Tieren, Missbrauch von Menschen, so war das. So kam ich das ja, weil der Mensch ist ja auch nur eine andere Art des Tiers. Man mag es kaum glauben. Aber ja, das ist so. Wir sind nur ein etwas weiterentwickelte Tiere. Ja, ich muss eben ganz kurz wieder hier auszählen, dann kann ich weiterreden. Auf jeden Fall anlässlich dieses Films habe ich dann mir so über immer Gedanken über den Tierschutz nachgedacht, dass dann die Kosmetikindustrie mehr als alles andere da ging schon so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir haben hier wahrscheinlich 3 oder so. Na, wir haben hier 3. Wir haben hier 3, juhu. Okay, 4, 5, 6, 7, boah, das passt ja perfekt, 8. Nein, das passt nicht perfekt. Pock, egal, reiße ich dir hier mal was ab. Ist an sich auch egal, denn der bringt uns ja nicht so viel Weizen ein. Hier werde ich das dann nochmal speziell anpassen, weil dieses Haus ja eh nicht wegkommt. Gibt's hier halt mal so eine kleine Kante drin. So, dann müssen wir gleich nur ein bisschen Schotter holen, dass wir das Ganze auffüllen können. Zack. Und dann haben wir gleich unseren schönen Vorplatz. Wir haben einen wunderbaren, ja, Kolonieplatz. Boah Gott, die Musik im Hintergrund nervt mich gerade. Nicht die hier, aber ich kann wirklich mal was anderes anmachen. Das ist nicht so... Nee, das passt nicht. Ja genau, das könnte besser in die Höhlen. Das ist doch mal was Ordentliches. Könnte auch besser in die Höhle kommen, aber... egal. So, ich möchte noch ein bisschen Schotter holen, falls ich... Ich glaube, ich habe noch einen 64er-Stack. Ansonsten gehe ich wirklich gleich mal wieder in eine Höhle. Warte, ich kann doch mal eben hier unten in unseren Stollen gehen, den wir da unten haben. Boah, das ist mir gerade ein bisschen zu laut. So. Ja, ich weiß gar nicht. Das müsste auch Ultima sein. Ja, es ist Ultima! Und wir gehen... Nein, ich will mit. So. Ich glaube, essen kann man währenddessen nichts, oder? Ich glaube, mit rechter Maustaste steigt man dann direkt wieder aus. Ich hole hier mal wieder ein bisschen was raus für die Creeper. Okay, hier ist nichts. Dann genehmige ich mir mal ein kleines Brötlein. Eine warme Semmel am Morgen. Vertreibt für immer Kummer und Sorgen. Hallo, Skeletor. Kann ich auch. So, hier haben wir doch gleich wieder ein bisschen Schotter.
könnte ich die Höhlen-Playlist anmachen, aber ich habe so wenig Musik dafür, dass ich die irgendwie erweitern kann. Also ich sage es ja immer wieder, falls ihr irgendwelche tollen Seiten für Musik habt, schreibt sie einfach mal irgendwo rein, ich werde sie mir angucken. Falls dort irgendwelche Rechte nötig sind, werde ich mir die natürlich einfragen. Nein, nicht einklagen, einfragen. Mag es meinen, aber es geht vieles auch ohne irgendwelche rechtlichen Schritte. Uah. Hey, Redstone und Kohle. Hey, es ist eigentlich Redstone. Entschuldigt, ich habe hier ja Redstone gefunden. So. Wir sind hier unter einem schönen Kacke! Ich möchte mich verbessern. Dammit. Na komm. Da geht's. So. Können wir jetzt die Kohle einnehmen? Also, einnehmen ist gut, aber Kohle aufnehmen. Wow. Da unten ist doch schon das Gedöns. Ja, das Gedöns. Wenn ein Creeper hier von hinten reinkommt, dann haben wir so ein Problem. Sieht aber interessant aus. So. Natürlich wieder hier unten mit Chunk abschützen, aber wirklich sehr konstanten Frames. Sag mal, was ist denn hier los mit der Musik? Leute! So, Gothic 3. Versüße mir den Tag. Die hört man auch. Komm, ich mach die Musik mal ein bisschen lauter. Okay, ich lasse es. Divine Power. So, sehe ich mich hier nochmal ein bisschen um zu gucken, ob ich die Kohle gleich gefahrlos abbauen kann. Redstone! So, wir haben ja eine Redstone-Leitung. Eigentlich müssen wir wirklich mal eine Erntemaschine bauen, einfach weil wir es können. Na. Einfach weil wir es. Oh. Ich lasse die Kohle da jetzt drin. So. Naja, auf jeden Fall. Hallo. Oh, da ist noch Eisen in der Wand. Tja, Eisen in der Wand ist schlechter als Eisen in der Hand. Und, na komm. So, packen wir hier wieder unsere alten Billigreime aus. Wir wollten doch eigentlich nur aufgrund von Schotterproblemen hier unten rein, oder? Ich kann mich daran so erinnern. Na komm schon, Schotter. Ich brauche mehr Schotter. Vielleicht sollte ich dann doch wieder die Monetarisierung aktivieren. Das ist, weil ich ja so ein geldgeiler YouTuber bin. Ich habe sie ja deaktiviert. Ich habe sie nur mal, um zu testen, was so passiert, wenn ich das Ganze aktiviere. Es gab einige sehr freundliche Kommentare. Möchte ich auch mal ganz kurz erzählen. Was kann doch nicht sein, Alter, du hast eine Musik und sowas, hast die Rechte überhaupt daran? Die können nicht verklagen, sonst verklage ich dich. Das kann doch nicht sein, dass du da einfach Geld verdienst. Leute, ich habe daran keinen Cent verdient. Denn man müsste auch ein AdSense-Konto haben, um darin Geld zu verdienen. Ansonsten würde nur YouTube mehr Geld verdienen. Tja, und dieses AdSense-Konto habe ich nicht. Da merkt man schon mal, dass viele Leute keine Ahnung von irgendetwas haben. Und, so. Da würde ich einfach mal nur wieder drauf antworten. Tja, ich habe es ausprobiert und vor allem habe ich danach einige Rechte mehr von YouTube bekommen. Zum Beispiel benutzerdefinierte Thumbnails, die ich jetzt auch reinhauen könnte, statt irgendwelche drei auszuwählen. Ich habe es zwar bisher noch nicht wahrgenommen, ich habe es bisher noch nicht gemacht. Weil ich mir da noch was ganz Spezielles für überlebten. Ja, ich überlebe hier auch bald nicht mehr. Das ist doch nicht mehr wahr, wie oft ich mich hier verspreche. Vielleicht sollte ich vielleicht mal ein Schlücklein trinken. Könnte vielleicht sein. Naja, auf jeden Fall, was ich mir da so überlegt habe. Ich glaube, ich weiß, wo es hier hineingeht. Hier geht es in unseren alten Stollen. Mit den Monster-Spawnern und allem. Und sehr, sehr viel Schotter. Wirklich sehr, sehr viel Schotter. So, brauche ich gar nicht mehr YouTube-Partner werden. Hey, das ist doch super. Will ich auch gar nicht. Wow. Wir bauen hier alles ab. Und erstaunlich wenig Freds hier dabei. Ja. Warum habe ich eigentlich eine. Ach ja, ich war beim Angeln, genau. Bei der Meisterschaft im Welt. Im Weitangeln, nicht im Weltangeln, im Weitangeln. Und habe ein bisschen Nemo aus dem Wasser gezogen. Das müssen wir eigentlich auch mal erweitern, so diese Wassergefilde.